Netzregeln 2014. Verantwortung in der digitalen Gesellschaft. Das ist das Thema der heutigen Konferenz hier in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung, zu denen ich Sie, meine Damen und Herren, ganz herzlich begrüße. Eingeladen haben der Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V., kurz Bitkom, und die Heinrich-Böll-Stiftung. Und das bereits zum 5. Mal. Mein Name ist Anka Vollmann und ich führe Sie hier heute durchs Programm. Auf der Bühne begrüße ich jetzt unsere beiden Gastgeber. Ich begrüße Dr. Joachim Bühler, Mitglied der Geschäftsleitung Politik, Wirtschaft und Technologien beim Bitkom. Herr Bühler. Und ich begrüße im Anschluss dann auch gleich Herrn Stognienko, der wird direkt danach kommen. Er ist Projektmanager Gesellschaftspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. So, Herr Bühler, jetzt haben Sie erstmal das Wort. Das ist großartig, funktioniert es ja. Ja, guten Morgen, liebe Frau Vollmann, herzlichen Dank für die Begrüßung, lieber Herr Stognienko, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer 5. Veranstaltung Netzregeln. Ein sehr interessantes Format, was so ein bisschen rausfällt aus den klassischen Bitkom-Formaten, wenn Sie in Bitkom kennen, dann wissen Sie, dass wir natürlich politische Interessensvertretung machen, wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit und wir machen auch viele Veranstaltungen, wo wir Trends, Technologien, also die Wirtschaftstrends der Zukunft beleuchten, wie zum Beispiel unserem Trendkongress jetzt im November. Aber diese Veranstaltung fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil sie so eine zweierlei Funktion hat. Sie hat zum einen die Funktion, unsere Technologien, die die Wirtschaft herstellt, ein Stück weit auch in einem gesellschaftspolitischen Kontext zu diskutieren. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt auch für uns bei dieser Veranstaltung, weil wir viele Technologien produzieren, das, glaube ich, brauche ich in diesem Raum nicht weiter erwähnen, die natürlich ganz neue Fragen an unsere Gesellschaft und an Politik stellen. Und dafür brauchen wir auch Forum, um auch eine gewisse Akzeptanz herzustellen für diese Technologien. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir es auch in der Regel hier machen, also eine Location, die dauerhaft ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die den Bitkom in der Regel nicht auszeichnet. Wir haben viele wechselnde Location. Wir sind mal in der Akademie der Künste, wir waren auch mal in Hotels. Aber bei den Netzregeln waren wir immer hier und das ist freut mich sehr, dass die Heinrich-Böll-Stiftung uns hier immer zu Gast hat. Also einen ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle im Namen des Bitkom. Verantwortung in der digitalen Gesellschaft, das ist natürlich ein Wort, was viel, viel Pathos hat. Es geht hier nicht um Regeln, es geht hier nicht um Gesetze, sondern Verantwortung ist ja ein Wort, was in der Regel in der moralischen Kategorie fällt, also etwas, was ich nicht von jemandem direkt rechtlich verbindlich einfordern kann, sondern wo ich mich moralisch zu etwas verpflichte. Und da ist natürlich schon die Frage, welche moralischen Kategorien haben wir hier in einer digitalen Gesellschaft? Haben wir überhaupt andere als in einer nicht digitalen Gesellschaft? Eine ganz spannende Frage. Und wenn ja, welche? Und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Wir haben ja hier ein paar Themenblöcke vorgestellt und vielleicht einleitend zwei Aspekte dazu. Für mich fällt Verantwortung der digitalen Gesellschaft in zwei Kategorien. Das eine ist die Frage, stellen sich neue Verantwortlichkeiten. Also in der analogen Welt war das relativ klar. Nehmen wir mal das Dreieck Staat, Wirtschaft, Medien und Bevölkerung. Der Staat war im ordnungspolitischen Sinn dafür zuständig, Sicherheit zu gewährleisten und später dann auch ein paar soziale Grundrechte zu garantieren. Die Wirtschaft war im Wesentlichen dafür verantwortlich, Arbeitsplätze zu schaffen, die Medien dafür, Meinungsvielfalt, Meinungspluralismus und damit natürlich auch einen Beitrag zur Demokratie zu leisten. Und der Bürger war verantwortlich für sein eigenes Leben, aber natürlich auch für seine Mitmenschen. In der digitalen Gesellschaft stellen sich möglicherweise neue Fragen. Wir haben gerade aktuell die Beratung zum Thema IT-Sicherheitsgesetz. Welche Verantwortung hat der Staat eigentlich in der digitalen Gesellschaft beim Thema Sicherheit? Neue Fragen. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Welche Fragen hat der Staat zu beantworten, wenn es um Thema Datenschutz und Datensicherheit geht? Also nicht um die klassischen Abwehrrechte, die man so kennt, sondern eben möglicherweise ganz neue Verantwortung. Auch Medien stellen sich neue Fragen. Jetzt gerade vor ein paar Tagen ist das neue Magazin Debate online gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie schon reingeschaut haben. Das ist kein klassisches journalistisches Medium, sondern hier werden Videotagebücher von Bürgern auf eine Plattform gestellt und die erstmals, und das ist der Slogan No Pets, No Porn, also kein Trash, sondern journalistisch Qualitätsinhalte ins Netz gestellt und zum Beispiel eine ganz spannende Reportage von ganz normalen Menschen aus Donetsk, die beobachtet haben,
wie die Entwicklungen in der Ostukraine ihr Leben verändert haben. Und das auf eine Art und Weise, die so bisher in dem klassischen Journalismus noch nicht vorgekommen ist. Also hier auch eine ganz neue Verantwortung, die aus einer Schnittstelle besteht zwischen Bevölkerung und Medien. Das ist das eine. Also welche neuen Verantwortlichkeiten ergeben sich eigentlich, bevor ich hier gleich runterfalle? Welche neuen Verantwortlichkeiten ergeben sich? Das ist das eine. Und die zweite, und das ist vielleicht auch noch die spannendere Frage, welche Zielkonflikte ergeben sich eigentlich aus diesen neuen Verantwortlichkeiten? Auch da ein aktuelles Beispiel. Heute ist im Bundeskabinett die Kabinettsvorlage zum Kleinanlegerschutzgesetz. Kleinanlegerschutzgesetz hat jetzt im ersten Moment noch nicht wirklich viel zu tun mit der digitalen Gesellschaft. Es ging darum, aus der Proton-Pleite, viele erinnern sich, Windkrafträder, die im Grunde genommen gebaut werden sollen. Und diese Betreiber dieser Windkraftanlagen hatten irgendwann, ich sage es mal, ihre Verantwortung vergessen, haben ein Schneeballsystem installiert und sind pleite gegangen und haben damit viele Kleinanleger um ihr Geld gebracht. Und das hat die Bundesregierung gesagt, da machen wir ein Gesetz und das nennen wir Kleinanlegerschutzgesetz. Und dieses Kleinanlegerschutzgesetz wird heute im Bundeskabinett beraten und beschlossen. Das Problem an diesem Kleinanlegerschutzgesetz ist, dass es gleichzeitig die Finanzierungsmöglichkeit für Startups massiv ausbremst. Denn es regelt nicht nur den Schutz von klassischen Kapitalanlagen, sondern eben auch das, was wir unter Crowdinvesting und Crowdfinancing kennen, also das Sammeln über eine Plattform von Klein- und Kleinstbeträgen für innovative Produkte, für Startups und ein ganz neuer und sehr schnell wachsender Bereich an Finanzierungsmöglichkeit für Startups. Diese Möglichkeit wird massiv behindert durch dieses Kleinanlegerschutzgesetz, was heute im Bundeskabinett verabschiedet werden soll. Und da steht natürlich ein Zielkonflikt auf der einen Seite zwischen der Verantwortung der Kleinanleger, die aus einer, ich sage jetzt mal, analogen Welt herausgedacht wurde, und auf der anderen Seite die Verantwortung für zukünftige Geschäftsmodelle und gerade auch neue Wege von Kapitalinvestitionen, die gerade die digitale Gesellschaft und die digitale Welt ermöglicht. Also hier ein ganz zentraler Zielkonflikt und ganz spannend, welche Reibungspunkte es da gibt. Und wir als Wirtschaft, und das ist vielleicht der letzte Punkt, haben natürlich auch neue Verantwortlichkeiten. Also all das, wo der Staat bisher, das IT-Sicherheitsgesetz kommt jetzt, wir haben es ja 2014. 2014 beraten wir ein IT-Sicherheitsgesetz. Also eine Sicherheit, die Kernkompetenz des Staates, wird jetzt für die digitale Gesellschaft in einem Gesetz gegossen. 2014. Wir mussten uns natürlich auch vorher behelfen. Cyberattacken, Cyberangriffe gab es auch vorher und so hat natürlich die Wirtschaft auch eine eigene Verantwortung für ihre Produkte, für die Sicherheit übernommen und wird sie auch zunehmendermaßen übernehmen müssen, weil die digitale Gesellschaft, und das ist auch ein Charakteristikum, eben schneller ist als unser Gesetzgebungsprozess und von daher haben wir viele, viele Stellen, wo wir als Wirtschaft eigenverantwortlich agieren. Wir haben als Bitkom, kleiner Hinweis dazu, auch einen Verein gegründet, der SREW, der hier den Geodatenkodex kontrolliert und in Eigenverantwortung auch monitort. Das war damals aus der Debatte Google Street View entstanden und ist ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, wie man auch in einer Selbstregulierung Verantwortung übernehmen kann von Seiten der Wirtschaft ohne einen staatlichen Eingriff. Also ganz spannende Fragen, welche neuen Verantwortlichkeiten gibt es, welche Zielkonflikte entstehen und ich freue mich, das in so einem Forum zu diskutieren und bin sehr gespannt auf die vielen Diskussionen und Anregungen und sage ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Auch einen herzlichen Dank an das Wissenschaftsjahr 2014, denn das BMBF und das Wissenschaftsjahr übernehmen auch Verantwortung und zwar dafür, dass das Thema Digitalisierung in breitere Bevölkerungsschichten getragen wird und wir sind heute Partner der digitalen Gesellschaft, deswegen sehen Sie auch das Logo hier und von daher auch ganz herzlichen Dank an diese Initiative. Und jetzt wünsche ich allen einen sehr erfolgreichen Tag, viele interessante Diskussionen und viel Spaß. Herzlich willkommen auch von Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung. Nachdem Joachim Bühler schon unseren Plan vorgelegt hat, was wir heute gemeinsam machen wollen, nur noch zwei, drei technische Geschichten. Das eine ist, Sie haben schon gemerkt, im neuen ausgedruckten Programm ist es so, dass wir mit den beiden Panels beginnen und erst danach dann die Keynote von Frau Professor Joost haben werden. Terminschwierigkeiten zwangen uns dazu, diese Umstellung vorzunehmen. Also nach dieser Begrüßung geht es dann hier mit einem Panel weiter und auch im kleinen Saal. Zweite Bemerkung. Hier hinten sehen Sie eine Kollegin an der Kamera stehen. Beide Veranstaltungsräume, also alle vier Panels und die beiden Keynotes werden im Livestream zu sehen sein. Wir haben auf jeden Fall nur hinten diese Kameras stehen. Wenn Sie also nicht mögen und im Bild sein wollen, dann bleiben Sie, wenn Sie einen Beitrag machen wollen, einfach sitzen und sagen Sie auch nicht Ihren Namen. Für die, die da hoffentlich irgendwo im Netz sitzen, der Hinweis, dass wenn Sie Fragen haben, bitte einfach chatten und dann werden wir auch diese Fragen, soweit uns die Zeit erlaubt, das auch aufnehmen.
Ein Punkt ist noch da, dass Sie finden draußen die Initiative Deutschland sicher im Netz. Die Kollegen stehen zu Beratung zur Verfügung, heute den ganzen Tag, auch kurz nach Ende der Veranstaltung, auch noch wenn es unten in der Cafeteria das Get-Together gibt, können Sie Ihre Fragen an die beiden Kollegen stellen. Was bleibt, ist, glaube ich, nur eines, nämlich ein Dank nochmal, oder jetzt schon, um es genau zu sagen, an die Kolleginnen hier im Haus, Tagungsbüro, Technik, die einfach dafür sorgen, dass wir hier sehr gute Bedingungen haben. Vielen Dank auch jetzt schon an die Referentinnen und Referenten unserer Veranstaltung und an Sie schon jetzt, weil ich denke, wir werden wie in den 4 Jahren davor auch interessante Debatten haben. Wir haben versucht, diesmal auch die Veranstaltung etwas zu fokussieren, einfach auch um die Diskussionen ein wenig zu beschleunigen. Auch von meiner Seite herzlichen Dank an die Bitkom, Adele Holdampf-Wendler und Joachim Bühler für die Kooperation. Und jetzt geht's los. Frau Vollmann, bitte. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Bühler, Herr Stoknienko, für die Einführung. Sie haben es eben schon gesagt, Herr Stoknienko, es gibt eine kleine Programmänderung. Das heißt, Frau Professor Dr. Gesche Joos hält ihre Keynote erst um 11 Uhr. Und es geht hier weiter mit den Panels. Panel 2, Startups verantwortlich für den Wirtschaftsstandort, ist das Panel, das nebenan im kleinen Saal stattfindet. Das Panel moderiert Niklas Feldkamp vom Bitkom. Ist er hier? Ja, er winkt da hinten. Ja? Also wer gerne in das Panel gehen möchte, schließt sich jetzt bitte direkt Herrn Feldkamp an. Und wir warten den Moment, bis Sie nach nebenan gegangen sind und starten dann hier mit Panel Nummer 1. Dazu setze ich mich schon mal hin. So, wenn Sie möchten, können Sie auch gerne weiter nach vorne kommen. Ist Ihnen überlassen. Ja, wie findet heutzutage eigentlich die Themensetzung im Medienbereich statt? Gibt es die redaktionelle Themensetzung überhaupt noch? Oder findet die Auswahl heutzutage nur mehr nach Massenkriterien statt? Welche Bedeutung haben Datenjournalismus und algorithmusbasierte Inhalteproduktion für die öffentliche Meinungsbildung? Und wer kontrolliert die Algorithmen? Das sind einige der Fragen, die wir jetzt unter der Überschrift Algorithmen und Verantwortung hier miteinander diskutieren wollen. Und dazu bitte ich jetzt aufs Podium als erstes Anna Biselli. Ich glaube, Sie haben Ihren Namensschildchen hier. Anna Biselli, ich stelle Sie ganz kurz vor, Anna Biselli kommt aus der Informatik und da sie die politische und gesellschaftliche Dimension des Bereichs nicht loslässt, schreibt sie seit 2013 bei netzpolitik.org. Derzeit promoviert sie außerdem zu Datenschutz im Software Engineering. Herzlich willkommen, Frau Biselli. Jan Kottmann. Jan Kottmann ist Jurist und verantwortet als Leiter Medienpolitik seit Februar 2010 den Bereich Medienpolitik bei Google Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Kottmann. Martina Mahnke. Sie ist heute früh schon angereist aus Kopenhagen, denn dort ist sie Gastwissenschaftlerin am Center for Communication and Computing. In ihrer Doktorarbeit setzt sich Frau Mahnke mit algorithmischen Medien und ihrem Einfluss auf das demokratische Konzept des informierten Bürgers auseinander. Herzlich willkommen, Frau Mahnke. So, und wie immer sagt man ja last not least, Thorsten Müller. Thorsten Müller ist Gründer und CMO des Berliner IT-Startups Tame. Und er ist dort verantwortlich für Unternehmenskommunikation, Marketing und Vertrieb. Laut Selbstbeschreibung bändigt Tame die Datenflut bei Twitter. Herzlich willkommen auf dem Podium. Wenn Sie was trinken möchten, bedienen Sie sich einfach. Hier liegen Mikrofone, die Sie für jeden eins.
die funktionieren. Jetzt erstmal nochmal herzlich willkommen und wir fangen gleich an mit einer Begriffsklärung. Worüber sprechen wir denn überhaupt, Frau Biselli, wenn wir von algorithmusbasierter Inhalteproduktion sprechen und von Datenjournalismus? Ich glaube, bei dem Begriff Datenjournalismus oder auch Roboterjournalismus, der ja öfter auftaucht, müssen wir ein bisschen unterscheiden, weil ich glaube, den Begriff gibt es noch nicht lange genug, als dass wir wirklich eine feste Sache darunter verstehen können. Und zwar haben wir auf der einen Seite die Algorithmen, die in der Redaktion helfen können. Das heißt, die helfen können zu erkennen, welche Inhalte gerade wichtig sind oder die bei der Themensetzung helfen können, die dabei helfen können, sag ich mal, immer wiederkehrende repetitive Rechercheaufgaben zu machen, Fact-Checking zu unterstützen oder auch Verweise zu suchen im Internet automatisch. Das ist der eine Punkt, der die Redaktion unterstützt. Dann gibt es sicherlich eine algorithmenbasierte Ansätze, Journalismus wirklich zu betreiben. Das heißt, dass Algorithmen einen Artikel schreiben. Es gab ja öfter mal Meldungen von zum Beispiel Aktienkursen oder Sportergebnissen, die von Computern verfasst werden, wo dann vielleicht gar nicht mehr so einfach feststellbar ist, ob da ein wirklicher Mensch dahinter saß, weil das eben immer gleich aufgebaute Meldungen sind. Dann gibt es Datenjournalismus im Sinne von Algorithmen unterstütztem Journalismus auf Daten, die man sonst nicht mehr bewältigen könnte. Das heißt, riesige Datenberge, mit denen man mit Algorithmen durchsuchen kann, ob da wirklich journalistische Mehrwerte drinstecken oder Erkenntnisse drinstecken, die man als Mensch mit normalem Draufgucken nicht mehr sehen würde. Das heißt, wirklich bei der Visualisierung und bei der Wahrnehmung unterstützende Algorithmen. Und dann gibt es die Algorithmen, die eben die journalistischen Inhalte auswählen, je nachdem, was der Nutzer oder was dann der Leser einer Zeitung oder eines Online-Mediums sehen wird. Das heißt, welche Suchergebnisse bekomme ich angezeigt? Gibt es personalisierte Zeitungsdienste, die im Internet mir jeden Morgen meine persönliche Tageszeitung zusammenstellen und dann entscheiden, was mich interessieren könnte? Oder auch eben einem breiteren Publikum bestimmte Vorschläge machen, was sie interessieren könnte? Ich glaube, zwischen diesen Arten muss man einfach relativ gut auseinanderhalten, wenn man darüber diskutiert, weil die ganz verschiedene, sag ich mal, gesellschaftliche, politische Implikationen haben. Ja. Dann nehmen wir mal, picken wir uns mal eins raus, nehmen wir mal diese riesigen Datenberge. Wie läuft da die Auswahl? Wie läuft es in der Praxis zum Beispiel bei Google, Herr Kottmann? Ja, anders als im Daten- oder Roboterjournalismus sicherlich, weil genau dort keine Themensetzung stattfindet, in dem Sinne, der unter dem Begriff Journalismus fungiert. Ich glaube, der zentrale Unterschied, um den nochmal weiter rauszuarbeiten, Roboterjournalismus musste ich mir gestern auch nochmal anlesen, da gibt es einen sehr hilfreichen Artikel, zum Beispiel bei Netzpolitik. der zentrale Unterschied ist, dass jedenfalls in dem, sagen wir, am stärksten redaktionell geprägten Teil des sogenannten Roboterjournalismus wirklich Textarbeit geliefert wird, da werden Inhalte produziert und Ähnliches. Eine Suchmaschine dagegen hilft eher in den vielen Millionen, Billionen Seiten so eine Art Telefonbuchfunktion zu erfüllen. Das heißt, wir indexieren die Inhalte des Netzes und machen keine redaktionelle Arbeit. Also wir haben keine Redaktionssitzung, die sich morgens zusammensetzt und überlegt, auf die Anfrage werden wir jetzt mal diese Antwort liefern. Wer gefunden werden will, lässt sich von der Suchmaschine indexieren und die Suchmaschine oder Google zeigt auf eine individuelle Anfrage, also im Gegensatz zu Journalismus, wo keine individuellen Anfragen ursprünglich vorausgesetzt werden, sondern wo tatsächlich wertend geordnet wird, Nachrichten tatsächlich auch eingeordnet werden in einen Kontext, auch Kontext der Aktualität, des Zeitgeschehens, werden diese Anfragen lediglich beantwortet. Die Qualität der Inhalte, die dort angezeigt werden, ist viel, viel variantenreicher als im Journalismus. Jetzt will ich dem Journalismus nicht Banalität komplett absprechen, aber ein ganz großer Anteil der Ergebnisse oder auch Anfragen, die über Suchmaschinen letztlich auffindbar gemacht werden, ist wahnsinnig banal. Wetter ist dagegen wahrscheinlich noch nicht mal eine der banaleren Anfragen. Suchmaschinen helfen also, um das auf einen Nennerpunkt zu bringen, Suchmaschinen helfen zu finden und Journalisten werten, ordnen, inhaltlich ein, kommentieren und helfen zu verstehen. Ja, danke. Dann schauen wir uns doch jetzt erstmal nochmal im Zusammenhang damit tatsächlich das tatsächliche Nutzerverhalten an, Frau Mahnke. Wie informieren sich die Leute heute und wie findet der Austausch statt zwischen den Nutzern und den Algorithmen? Ja, wie informieren sich die Nutzer heute? Das ist natürlich ziemlich schwierig. Also aus Sicht der Medienwissenschaft haben wir sozusagen ein bisschen festgestellt, dass sich natürlich Menschen sich nicht nur mehr über ein Medium, sondern natürlich über mehrere informieren.
Und das ist natürlich sehr vielfältig und ist auch schlecht nachzuvollziehen. Also deswegen, Nachrichten werden eben auch über Google bezogen oder es werden bestimmte Suchanfragen gestellt, um bestimmte Nachrichten zu erhalten. Und zum Stichwort Themensetzung würde ich eben da schon gleich mal so ein bisschen sagen, ich sehe das etwas anders. Für mich ist sozusagen eine klassische Aussage von Technologieherstellern und das natürlich auch nachvollziehbar, dass Technologie eher neutral ist und dass die sich zurückzieht und wir indexieren ja nur und wir setzen keine Themen, wobei ich natürlich schon auch natürlich ein Suchmaschinenhersteller möchte gerne, dass ich natürlich Ergebnisse geliefert bekomme, die auch Sinn machen für mich, also als Nutzer ganz klar. Und deswegen würde ich eben sagen, dass hier ein ganz klarer Austausch zwischen Nutzer und Algorithmus stattfindet. Und meines Erachtens wird diese Sicht oft vernachlässigt. Wir gucken entweder auf die Algorithmen, wobei auch relativ unklar ist, was ist denn eigentlich genau ein Algorithmus, oder wir gucken auf den Nutzer, was der eigentlich ganz konkret macht. Und meines Erachtens müssen wir einen Unterzwischen setzen und müssen sagen, was machen eigentlich Algorithmus und Nutzer? Und dann wird meines Erachtens die Fragestellung etwas komplexer und für meine Sichtweise auch trifft die Realität etwas mehr, was da eigentlich konkret passiert. Insofern würde ich denken, das ist ein Austauschprozess und Nutzer informieren sich eben in Austauschprozessen. Wissen denn die Nutzer eigentlich, wie ihre Nachrichten zusammengestellt werden? Nur mal so als Nachfrage an der Stelle. Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe keine ganz konkreten Zahlen dazu jetzt. Ich würde sagen, es ist eine zweigeteilte Antwort. Es gibt Nutzer, die sich damit beschäftigen und die sich dann auch relativ gut damit auskennen und eben auch hinterfragen oder mal auf Hilfsseiten gucken oder mal gucken, was verschiedene Anfragen oder verschiedene Suchmaschinen ausprobieren. Und es gibt natürlich ganz klar Nutzer, für die ist das alles so ein bisschen mystisch. Also ich sehe das bei den Studenten immer ganz klar. Es gibt irgendwie so Leute, die haben so ein bisschen sehr viel Respekt vor Technologie. Die wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen und möchten dann am liebsten gar nichts machen. Oder es gibt eben sozusagen auch viele Nutzer, die sich dann eben auch damit auseinandersetzen und auch tatsächlich mal Terms and Conditions lesen. Ja, herzlichen Dank, Frau Mahnke. Kurze Einführung erstmal an der Stelle. Wir steigen nachher sicherlich noch tiefer in die Diskussion ein. Wenden wir uns nochmal dem Roboterjournalismus zu. Im Sinne von Artikelinhalte werden automatisch generiert und so zusammengestellt, wie Sie das gerade schon erklärt hatten. Damit kommen wir dann auch zu der Frage der Entwicklung von Algorithmen. Woran orientieren sich die Entwickler denn eigentlich? Beziehungsweise wer sollte denn an der Entwicklung von Algorithmen dann alles beteiligt sein? Herr Müller. Jo, genau, also wir hatten ja die schöne Aufgabe, einen Algorithmus zu entwickeln, der Twitter-Daten durchsucht. Und bei uns ist natürlich so gewesen, dass wir mehrere Leute hatten, die aus dem journalistischen Hintergrund kamen und dementsprechend auch von Anfang an bei der Entwicklung von unserem Algorithmus auch irgendwo dieses Selbstverständnis dabei gewesen ist. Was machen wir da eigentlich gerade? Was produzieren wir? Was für einen Einfluss kann das haben auf unsere Nutzer? Ich denke aber, dass man sich in erster Linie, wenn man ein neues Produkt schafft, was auch dem Nutzer einen Mehrwert bieten soll, dass man sich natürlich in erster Linie am Nutzererlebnis orientiert, sprich an der Qualität dessen, was der Algorithmus dann nachher zutage bringt, wie er dem Nutzer helfen kann, jetzt in unserem Fall das Chaos der Daten bei Twitter zu bändigen. Und das steht erstmal oben auf. Also das ist auch ein schwieriges Spannungsfeld, glaube ich, in dem man sich dann als Startup oder als Unternehmen generell bewegt. Man muss auf der einen Seite immer sehen, wie transparent ist man, inwiefern gibt man Preis, was man da genau macht mit dem Algorithmus. Auf der anderen Seite liefert dieser Algorithmus natürlich gute Ergebnisse und wenn man sich vor Konkurrenz und dergleichen auch schützen will, kann man auch nicht alles direkt preisgeben. Das ist dann auch wieder gefährlich und dementsprechend ist das keine einfache Aufgabe, bei der Entwicklung von Algorithmen all diese Aspekte einzubeziehen. Mal ganz konkret nachgefragt, sind denn auch Journalisten an der Entwicklung von den Algorithmen beteiligt gewesen? In unserem Fall ja. Wie es jetzt bei den größeren Tech-Unternehmen aussieht, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die haben auch später erst Journalisten reingeholt, aber wir sind von Journalisten gegründet worden. Mhm. Und dementsprechend ja, war das von Anfang an Teil der Überlegung. Mhm. Und gehen Sie da nach den klassischen Kriterien des Journalismus vor, also Aktualität zum Beispiel, Breitenwirkung, Suggestivkraft und so weiter. Wie wählen Sie da aus? Wir haben jetzt nicht die News Values von Galtung und Ruge und so genommen, sondern schon eher eine angepasste Version auf das, was da draußen in diesem Datenstrom zu finden ist. Und das sind eher Sachen wie
auf Englisch heißt es Velocity, also die Schnelligkeit und Breitenwirkung eines Inhalts, wie schnell er sich verbreitet und wie sehr er sich verbreitet, oder halt, was man auch immer so als Influence versteht, also wie viel soziales Kapital hat ein Nutzer im Netz, wie weit ist er vernetzt. Das sind eher Kriterien, die bei so einem Algorithmus wie bei uns dann zum Zuge kommen. Ja, danke schön. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass es um Schnelligkeit geht, sondern es geht ja auch um investigativen Journalismus. Es gibt ja auch Themen, die sind erstmal nicht so hip, nicht an der Oberfläche. Wer trägt denn eigentlich die Verantwortung oder bei wem liegt denn welche Verantwortung im Zusammenhang mit Datenjournalismus? Ich glaube, jeder Teil, wie im klassischen Journalismus auch, trägt eine gewisse Teilverantwortung. Das heißt, wir tragen als Journalisten die Verantwortung, dass man immer noch auf die Inhalte schaut, dass man irgendwie auch, selbst wenn man jetzt sagt, man lässt sich von Algorithmen helfen bei der Nachrichtenerstellung oder bei der Datenauswahl, dass man dann schaut, dass die Inhalte stimmen und dass man das quasi für sich genauso verantworten könnte, dass man weiß, was da passiert. Das heißt, dass man nicht irgendwo irgendein Ergebnis nimmt und nicht guckt, wo das herkommt. Und dass man eben dann auch dafür die Verantwortung übernimmt, zu kennzeichnen, welche Inhalte wie entstanden sind. Das heißt, dass man auch dem Nutzer zum Beispiel sagt, ich glaube, dieser FAZ-Artikel über Roboterjournalismus meinte auch, dieser Text ist selbst geschrieben und ich weiß, ich kenne die Überschrift nicht mehr genau. Dass man quasi kennzeichnet, welche Inhalte jetzt automatisch generiert werden, was von Algorithmen generiert wird, was aus welchen Datenbeständen kommt. Es sind ja nicht alle Daten gleich und je nachdem, welchen Algorithmus ich auf welche Daten loslasse, kommen vielleicht unterschiedliche Ergebnisse raus. Und da ist einfach die Aufklärungsverantwortung und dann eben auch die Verantwortung, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung dafür, ein Bewusstsein zu schaffen und Kompetenz zu schaffen, Nachrichten auszuwählen. Das ist ja aber keine neue Entwicklung, sondern das ist nur ein neues Phänomen, das man jetzt neu dazulernen muss als Nachrichtenrezipient. Da haben wir jetzt also einmal den Journalisten mit als Verantwortlichen. Wer trägt noch Verantwortung aus Ihrer Sicht? Na, der andere, der Verantwortung trägt, ist der die Algorithmen entwickelt. Das heißt, sie müssen in einem höchstmöglichen Maße eben transparent passieren. Das heißt, Sie haben gesagt, das geht nicht immer, wenn Sie Geschäftsgeheimnisse haben, die Ihnen auch Wettbewerbsvorteile verschaffen, aber es muss zumindest klar sein, welche Kriterien fallen da überhaupt an, dass Daten ausgewählt werden. Das heißt, da müssen nicht der Parameter stehen, da muss vielleicht nicht der numerische Wert stehen, der in den Algorithmus reingegeben wird, aber vor allem, wenn ich jetzt Nachrichten für einen Nutzer auswähle, in der Wahrnehmungsfilterung muss der Nutzer wissen, aus welchen meiner Eigenschaften oder aus welchen meiner Verhalten entsteht gerade diese Nachrichtenauswahl. Und kann ich die vielleicht auch korrigieren? Oder kann ich sagen, ich will jetzt mal das unbeschriebene Blatt sein, das jetzt einfach mal Nachrichten bekommt ohne Optimierung und mir anschauen, wie sieht die Welt dann anders aus? Ja, Herr Kottmann, Sie nicken und Stichwort unbeschriebenes Blatt. Datenjournalismus macht eine Suchmaschine nicht. Insofern kann ich da auch tatsächlich eher nur aus gesundem Menschenverstand argumentieren. Ich glaube, das Wichtigste dabei in der Übernahme der Verantwortung ist tatsächlich auch die berufsethische Rückkopplung, die im Journalismus üblich ist, dass man journalistische Sorgfaltspflichten anwendet. Ob man die jetzt ohne weiteres in den Algorithmus einbauen kann und das dann am Ende auch funktioniert, weiß ich nicht. Dafür kenne ich auch zu wenig über Datenjournalismus oder Roboterjournalismus. Aber es ist tatsächlich so, das habe ich mir angelesen, dass am Ende immer noch mal jemand draufschaut, damit das redaktionell eben auch geprüft ist. Ich glaube, dass die Quellenangaben wichtig sind und dass eben auch die Wertentscheidung letztlich menschlich-journalistischen Sorgfaltspflichten unterworfen werden sollte. Wenn Sie das Thema Verantwortung bzw. Transparenz in Bezug auf Algorithmus oder algorithmische Kriterien zur Auswahl oder Rangfolgeentscheidung bei Suchmaschinen ansprechen, kann, glaube ich, logischerweise ein Großteil der Transparenzverantwortung auch nur bei demjenigen liegen, der das programmiert. Denn wer sollte es denn sonst wissen? Das ist jedenfalls in unserem Fall so, dass wir in dreierlei Richtung arbeiten. Wir arbeiten erstmal da Suchmaschinen-Rangfolge auch immer wieder mit Suchmaschinenoptimierung beziehungsweise auch mit dem gleichen Spielfeld, dem fairen Spielfeld für unterschiedliche Seiten, die am Ende angezeigt werden wollen, zusammenhängt, wobei der Nutzer im Fokus ist, das muss ich mal dazu sagen, ist natürlich ganz wichtig, die Webmaster mitzunehmen, wenn Änderungen des Algorithmus passieren. Und Änderungen des Algorithmus passieren sehr, sehr häufig. Ich glaube, wenn man sich diesen Trichter anschaut, wie viele Änderungsideen oder Vorschläge derzeit bei Google entwickelt werden im Jahr, das sind zwischen 20.000 und 40.000, die tatsächlich aus Gedankenspielen der Programmierer kommen, beziehungsweise aus Notwendigkeiten. Vielfach, wenn man sieht, dass
dass manipulative Eingriffe in den Suchalgorithmus durch Dritte erfolgen. Das ist ein riesengroßes Problem, also Abwehr von sozusagen Clickfraud oder anderen Sachen, die dann Suchergebnis verändern können, dann versucht man gegenzusteuern. Und das sind Algorithmusänderungen. Gleichzeitig natürlich auch, um die Relevanz für den Nutzer zu verbessern. Er möchte natürlich das relevanteste Ergebnis oben finden und da ist diese Austauschbeziehung, die Sie ansprachen, natürlich vollkommen richtig. Wir haben ein Zwiegespräch zwischen Nutzer und Ergebnis, weil der Nutzer die Frage stellt und wir die Antwort geben und die soll möglichst auch stimmen, auch aus dem Kontext. Ja. Der zweite Teil, weil die Webmaster-Erläuterungen, die kommen, da haben wir einen Webmaster-Blog, da haben wir Tutorials in Deutsch, auch in vielen, vielen anderen Sprachen. Wir haben auch direkte Ansprachemöglichkeiten über Hangouts. Das ist ein sehr umfangreiches Gebiet. Wir haben, glaube ich, in deutschen Webmaster-Blog über 1000 Veröffentlichungen. Wir zeigen Algorithmus Änderungen an, versuchen die möglichst transparent zu machen, bis zu der Grenze, und die ist eben auch zu Recht angesprochen worden, wo manipulative Eingriffe erlaubt werden. Der ursprüngliche sogenannte PageRank, also die Idee, die Larry Page hatte, deshalb heißt er auch so, also die Relevanz von Verlinkungen unter den schädlichen Seiten für die Rangfolge, die ist in der Doktorarbeit schon, ich glaube, 1998 veröffentlicht worden. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel da draußen für den normalen Nutzer, allerdings zu viel, deshalb kommt die nächste Stufe rein in der Transparenz. Wir haben, ich glaube, vor 2 Jahren nochmal eine einfach beschreibende Seite, wie die Suche funktioniert, für die Nutzer ins Netz gestellt. Wenn Sie also in die Suchmaschine eingeben, wie funktioniert die Google-Suche, werden Sie direkt dahin geführt. Und das ist auf einer wesentlich höheren Level und einem nicht so detailversessenen Rahmen dargestellt, wo wir einfach mal die Grundlagen darstellen. Der wichtige Punkt ist aber auch, dem Nutzer zu sagen, dass dort, wo individuelle Ergebnisse dargestellt werden. Das heißt, wo wir uns bestimmten Nutzerneigungen anpassen, mehr in der eingeloggten Suche, deutlich weniger in der freien, also nicht eingeloggten Suche, muss es auch die Möglichkeit zu geben, erstens die Kriterien zu erfassen und zweitens diese Kriterien zu verändern oder abzustellen. Und das gibt es aber auch schon bereits seit Jahren. Können Sie entweder über die Hilfe Funktion gehen oder Sie können rechts in den Settings, rechts oben bei der Suche das einstellen und tatsächlich auch den Rückgriff auf die sogenannte Web-History-Suchhistorie abstellen. Bei der eingeloggten Suche gehen wir noch einen Schritt weiter, dort wo eine starke Individualisierung stattfindet, wohl bemerkt in einem deutlich geringeren Anteil der Fällen, die normalerweise angenommen wird. Da wird unten auch nochmal eingeblendet, diese Suche hier ist persönlich auf Sie zugeschnitten. Und das sind die Hintergründe oder die Kriterien, unter denen wir das machen. Mhm, Dankeschön. Frau Mahnke, Sie haben gleich das Mikro genommen. Also erstmal vielen Dank für die ganze Beschreibung. Und ich würde sagen, das ist natürlich wir haben sozusagen eine Verschiebung der Verantwortung hin zum Nutzer. Also das würde ich ganz klar unterschreiben. Klar haben wir irgendwie alle geteilte Verantwortung. Wir sind auch alles gute Menschen. Das ist nicht das Problem. Es ist aber ganz klar, dass es eine Verschiebung zum Nutzer ist. Und was wir eigentlich versuchen, Technologie zu regulieren. Und das ist das Spannungsfeld, zwischen dem wir uns befinden. Und was ich auch denke, was natürlich für einen Technologiehersteller sehr schwierig ist. Und auf der anderen Seite würde ich eben sagen, die Verantwortung, die bei Unternehmen liegt oder bei Herstellern, ist einfach Vertrauen zu schaffen. Wir haben das jetzt alles gerade gehört, was wir alles machen können. Ich habe das auch alles durchgelesen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich trotzdem manchmal das einfach nicht nachvollziehen kann und dass bei mir vielleicht das Vertrauen auch irgendwie fehlt. Und das ist eben auch, was ich bei meinen Studenten sehe, dass es dann so mit hochgehobenen Händen, oh, ich weiß ja eigentlich gar nicht, was passiert, selbst wenn ich das eben verstehe. Und ich würde denken, ja, wir haben geteilte Verantwortung und ich würde sagen, der Nutzer hat natürlich die Verantwortung, sich viel mehr damit zu beschäftigen. Es ist eben keine Tageszeitung mehr, wo ich davon ausgehen kann, dass dann ein Editorial Board sitzt, was das irgendwie macht. Also, und da würde ich eben denken, wir müssen auch da rein investieren, dass wir die Nutzer ausbilden können. Meines Erachtens, so wie ich das sehe, haben wir noch ganz wenig Methoden. Das steht ganz am Anfang, digitale Kompetenz. Wir haben gerade so einen Aufschrei, alle sollen Coden lernen, also am besten schon mit 5 oder 6 und es ist wie eine Fremdsprache. Ich stehe dem relativ kritisch gegenüber, weil ich auch nicht meine, dass jeder jetzt Coden lernen muss, nur weil wir es können, so nach dem Motto. Was machen wir mit den Leuten, die vielleicht gar nicht coden wollen, aber trotzdem diese Sachen benutzen wollen? Und was machen Unternehmen oder was können Unternehmen tun, um vielleicht auch mal aus ihrer eigenen Sprache rauszukommen? Also, weil sie sprechen eine Technologiesprache und die Technologiesprache ist meines Erachtens, so wie ich das beobachte, noch eher neutral. Also man versucht sich so ein bisschen zurückzunehmen, was ja auch okay und nachvollziehbar ist.
Auf der anderen Seite ist eben doch vielleicht die Frage, verschiedene Optionen anzubieten. Also es wird zum Beispiel an der Uni rumprobiert, wie können Suchergebnisse anders dargestellt werden als in einer hierarchischen Liste, weil eine hierarchische Liste einfach, man nennt das dann Affordances, hat, also die hat eine bestimmte Aussagekraft, dass die Sache, die oben steht, irgendwie wichtiger ist als die Sache, sagen wir mal, die auf Seite 3 steht. Und dass man da vielleicht in die Verantwortung geht, welche Möglichkeiten gibt es noch, welche Möglichkeiten des User-Interface gibt es, wie kann ich Suchmaschinen oder auch Nachrichten anordnen und so weiter und so fort. Wir haben ja die Möglichkeiten, meines Erachtens sind wir da aber so ein bisschen in so einer Sackgasse und diskutieren dann irgendwie so, ist es jetzt gut oder schlecht, vielleicht diskutieren wir einfach, welche Möglichkeiten haben wir noch. Genau, das wäre die Frage, wie kommen wir aus der Sackgasse raus? Ja. Ne? An mich? Ja. Ja, ich meine, ich habe viele Vorschläge. Also sozusagen das Interface war ein Vorschlag, tatsächlich sich darüber zu unterhalten, also digitale Verantwortung für den Bürger, also the informed citizen nenne ich das. Das ist sozusagen der Bürger zwischen, das ist aus dem soziologischen Konzept, zwischen sozusagen den Routinen, in denen man lebt, und auch den Experten. Weil wir können nicht verlangen, dass jetzt alle Experte werden in der digitalen Welt, aber wir können natürlich nicht mehr in unseren Zeitungsroutinen leben. Das geht nicht mehr. Da müssen wir uns rausbewegen. Das heißt, irgendwo in der Mitte müssen wir gucken, wo können wir uns da platzieren. Und mein Vorschlag ist, so wirklich aus der täglichen Routine mal rauszugehen, mal eine andere Seite aufzumachen, eine andere Suchmaschine auszuprobieren und nicht in dieser täglichen Routine leben. Das ist ein ganz klarer Sache 1. Und 2 ist eben, zu experimentieren mit den Ergebnissen, mit der Darstellung. Wir haben so viele neue Technologien, Interface, was können wir da machen? Sozusagen. Ja, danke, Frau Mahnke. Herr Kottmann, Sie haben verschiedentlich genickt. Wir sind immer noch beim Thema, wer sind die Verantwortlichen und wofür tragen Sie Verantwortung? Ja, ich glaube, es ist schwer, jetzt irgendwie Unternehmen da eine Verantwortung oder so ein Selbstverständnis einzupflanzen, was in dem Sinne nötig wurde. Also ich denke, wo vorher irgendwo die Medien und die Massenmedien irgendwo diese Verantwortung auch gesehen und bewusst getragen haben und das auch ganz von der Gesellschaft viel besser entschlüsselt wurde, ist jetzt irgendwie so ein Vakuum vorhanden. Also ich meine, es sind halt einfach große Konzerne, die halt irgendwie in die Mehrheit oder einen großen Teil unseres Nachrichtenkonsums mittlerweile mitsteuern. Und da ist einfach dieses Bewusstsein auf der Seite nicht vorhanden. Und ich glaube, im Endeffekt oder in letzter Konsequenz wird halt relativ viel jetzt beim Nutzer abgeladen. Und ich habe jetzt keinen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz, aber ich kann aus 2 Jahren Entwicklung sprechen, die wir jetzt haben. Und ich muss auch bei uns sagen, dass jetzt nicht der Nutzer derjenige ist, der sich da am meisten reinkniet, irgendwie diese Sachen zu hinterfragen. Bei uns war es jetzt natürlich so, dass wir als Zielgruppe auch Journalisten hatten, dementsprechend sehr, sehr viel hinterfragt wurden. Aber das war noch wirklich dann nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Nutzer. Und der Rest ist schon irgendwo einfach genauso wie wir daran interessiert, das bestmögliche Nutzererlebnis zu haben, ohne jetzt grundsätzlich jeden Schritt zu hinterfragen. Und ich denke, wenn man sich jetzt bei Beispiel oder so bei Facebook anschaut, wie viele Nutzer jetzt wirklich versuchen, ihren Facebook-Feed so zu konfigurieren, dass er transparent und durchschaubar wird, ich glaube, das ist halt so ein verschwindend geringer Anteil von Nutzern, dass ich denke, dass es halt schwierig ist, alles beim Nutzer im Endeffekt zu verorten, was diese Verantwortung angeht. Also was wir jetzt hier auch noch gar nicht hatten, das erinnert mich so ein bisschen, ich bin ja schon ein bisschen älter, an die Einführung des dualen Rundfunksystems, als die privaten Fernsehsender mit auf den Plan gekommen sind. Und auch da war schon das Thema, ne, verflacht jetzt der Journalismus und auch wer trägt die Verantwortung, ne, wenn dann plötzlich so triviale Inhalte gezeigt worden sind und nicht mehr das Bildungsfernsehen vorne dran stand. Und da, Sie sagten gerade große Konzerne, also da ging es natürlich auch immer um das Thema, und es geht immer um das Thema Medienkonzentration auf einige wenige dann auch in dem Zusammenhang. Und deswegen die Frage, müsste es da auch eine Form von Regulierung geben? Da mal hier in die Runde. Fühlt sich da jemand berufen, was dazu zu sagen? Okay. Also ja. Meine persönliche Meinung ist definitiv eher Aufklärung und präventiv und vor allem halt auch schon auf der Nutzerseite, vor allem im Bereich Bildung. Viel zu unternehmen. Mhm. Denn mir wurde auch beigebracht, welche Zeitung in Deutschland eher links oder eher konservativ ist. Und genauso kann man halt auch versuchen, Algorithmen so für im Bildungsbereich zu entschlüsseln. Mhm. Frau Mahnke? Regulierung ist halt so eine Sache. Ich würde denken, wir brauchen eine Art Regulierung, aber nicht, wie wir sie haben. Meines Erachtens wurde vorhin schon kurz angesprochen.
dass wir, oder wir haben kurz vorher gesprochen, dass sozusagen jetzt irgendwie Gesetze gemacht werden, die eigentlich im Prinzip so ein bisschen zu spät sind. Lawrence Lessing, das auch ein Juraprofessor gesagt hat, ist eben sozusagen, dass Code vorher reguliert. Also während das Gesetz sozusagen später kommt und sagt, okay, was ist dann ja jetzt passiert und wir gucken mal, was können wir machen, ist eben Code ganz klar, stellt eine Regulierungsfunktion dar, was der Nutzer machen kann oder was er nicht machen kann, die eben vorher kommt. Und die Frage ist eben, meines Erachtens können wir das in dem Prinzip, also mit dem System, was wir haben, nicht regulieren. Was können wir also anders machen, ist die Frage. Und da ich ja in Skandinavien bin, der Ansatz für Policymaking ist sozusagen, dass man nicht versucht, das sozusagen jetzt mechanistisch alles aufzudröseln. Oh, jetzt haben wir die und die Unternehmen und der hat so viel Marktmacht und der hat so viel, sondern dass wir also von diesem mechanistischen Verständnis weggehen zu einem holistischen Verständnis und sagen, okay, der Markt ist komplex und der wird immer komplex sein und die Zukunft ist ungewiss und sie wird auch immer ungewiss sein. Also, dass wir von diesen beiden Punkten mal ausgehen. Und ich würde jetzt einfach noch spontan hinzusagen, dass Technik sich eben ganz schnell bewegt. So, und dann können wir eben gucken, okay, was können wir jetzt machen? Und da würde ich eben denken, wir müssen eben sowohl Firmen als auch Nutzer so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also anstatt, dass wir jetzt sozusagen regulieren, der darf so viel Marktmacht haben und der darf das machen und das, sondern müssen wir eben gucken, wie können wir die Einzelnen stärken, indem sie in der Position, was sie gerne möchten, auch erreichen können. Dieses Argument, das habe ich schon so oft gehört, der Nutzer will nicht, der Nutzer will einfach. Ja, der Nutzer ist aber auch erzogen dazu, dass es einfach ist. Also jetzt mal in so einer Elternsprache zu sprechen, also der Nutzer ist erzogen, dass er eine Tageszeitung bekommt, die ausgewogen ist. Und meines Erachtens müssen wir an diesen Bildern arbeiten oder an diesen Assumptions sozusagen, von denen wir ausgehen, weil das meines Erachtens im Internet einfach oder in der digitalen Welt einfach anders ist. Tradition und Neuschreiben quasi. So, jetzt aber bevor wir nur hier auf dem Podium diskutieren, möchte ich gerne, wir haben noch 10 Minuten, bis die Keynote beginnt. Gibt es im Publikum Fragen? Beziehungsweise gibt es hinten aus dem Livestream eine Frage? Wir haben 2 Mikrofone im Saal. Melden Sie sich kurz, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Bitte kurz und prägnant, weil wir wirklich nur noch 10 Minuten haben. Und nennen Sie bitte kurz Ihren Namen. Und ja, Herr Stoknienko ist schon bei Ihnen mit dem Mikro. Hartmut Pohl, ich habe so die Angst, dass Sie ein bisschen an der Oberfläche diskutieren. Sie sprechen von Verantwortung, wie Sie ja letztlich wahrscheinlich Daten und Informationen verarbeiten. Aber Sie sagen nichts über Ihre Verantwortung, wie Sie diese Informationen überprüfen auf Korrektheit, ob das stimmt. Wir wissen, dass, will nicht über die NSA oder die Affäre der Nachrichtendienste und nicht der organisierten Kriminalität sprechen, aber wir haben Informationen darüber, dass Nachrichten gezielt gefälscht werden, die englischen Nachrichtendienste und die amerikanischen manipulieren Umfragen. Das ist veröffentlicht. Wir können jetzt rätseln, was noch veröffentlicht wird, aber Sie können sich heutzutage auf Nachrichten nicht mehr verlassen. Mhm. Wie wollen Sie die in Zukunft denn heute und in Zukunft überprüfen? Dankeschön, ist angekommen. Gibt es noch, wir sammeln 2, 3 Fragen, wenn es noch mehrere gibt. Dort hinten ist noch. Genau. Ja, Carina Georgi, dazu einen direkten Kommentar. Was ich mich immer wieder frage, ist diese gesamte Idee, dass Informationen manipuliert worden sind durch irgendwelche Institutionen. Ich frage mich halt immer, warum das jetzt auf einmal so aktuell ist, wenn das schon seit, weiß ich nicht, Angedenken der Zeit eigentlich passiert. Deshalb, also es ist nichts Neues, es ist nur, dass es uns vielleicht heute ein bisschen bewusster ist, beziehungsweise dass wir denken, dass es heute einfacher ist. Obwohl es eigentlich schon immer passiert ist. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Nee, das ist einfach nur ein Kommentar zu dem Kommentar davor. Dankeschön, ja. Weitere Fragen an? Hier ist noch eine, immerhin. Und hier ist auch noch eine. Dann würde ich sagen, die beiden Fragen noch und dann gehen wir hier hoch. Das passt ja gerade gut zusammen. Mal gucken, ob noch was Neues dazu kommt. Ja, Bär, mein Name. Nur die kurze Frage. Technik wird ja gerne zum Buhmann gemacht. Auch hier ein bisschen. Danke durch die Brücke der Verantwortungssicht.
wird vielleicht etwas erhellt. Mein Problem ist eher, dass der Missbrauch unser Problem ist, denn Technik kriegen wir in der Regel immer in den Griff. Und mein Problem ist also daher, wo sind die ersten Adressen, die den Missbrauch frühzeitig erkennen? Wer hat den Überblick über diejenigen, die wirklich den Blick dafür haben? Dankeschön. Und hier noch, und dann gehen wir hier wieder aufs Podium. Hallo, Benjamin Kees vom FIF. Ich glaube, dass man komplexe Daten ziemlich gut visualisieren kann. Und ich glaube, dass es schwieriger ist, aus dem ganzen Wust von Daten, zum Beispiel Twitter, was Stimmiges rauszubekommen. Es ist einfacher, das zu visualisieren, wie das zustande kommt. Wenn man irgendwie in seiner Bubble lebt, kann man das schon ganz gut visualisieren, wie die entsteht, glaube ich. Und vielleicht sollte da mehr Forschung reingesteckt werden in eine ganz einfache Sache. Und es ist auch einfach, drunter unter einen Artikel zu schreiben, dass der irgendwie aus einer Datenbank stammt oder aus einer Analyse, automatischen Analyse eines Fußballspiels oder so. Also ich glaube, es ist nicht schwer, nötige Informationen den Usern zu geben. Okay, also war keine Frage, sondern mehr ein Kommentar gerade. Oder gab es da eine Frage? Warum wird es zum Beispiel nicht gemacht? Warum sagen Sie eigentlich, das ist schwierig? Ja, gut. Dann fangen wir mal an. Wir hatten hier Überprüfbarkeit, Manipulation, Missbrauch. Also ich würde gerne zu der Überprüfbarkeit was sagen. Ich glaube, da hat sich einfach nicht viel geändert, also wie der Kommentar eben auch schon war. Natürlich, wir müssen immer noch versuchen zu schauen, sag ich mal, als Journalisten, als egal wer der Daten irgendwie verbreitet oder im Prinzip Nachrichten verbreitet, wo die Daten herkommen. Und das ist das Mindeste zu sagen, wo sie herkommen. Und das Zweite ist eben zu gucken, bestätigen sich die Daten. Das heißt, so als Grundregel, je mehr unabhängigen Quellen ich das finde, desto mehr kann ich schauen. Das geht nicht mehr, wenn Sie annehmen, dass Geheimdienste da sind, die irgendwie in großem Maße Meinungen infiltrieren. Aber dadurch, dass ich, sag ich mal, digitale Daten habe, ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher geworden, nachzuvollziehen, wo kommen die Daten her, weil es einfach Mechanismen gibt, um Datenströme nachzuvollziehen. Und ich finde, das kann man in einer gewissen Art und Weise als Chance nutzen, transparenter zu machen, wie fließen die Daten, wo kommen die Daten her, aus welchen Daten entstehen welche Meldungen, welche Umfrage ist wann plötzlich aufgetaucht. Ich weiß, dass das nicht einfach so ist, aber man muss im Endeffekt immer noch sowas wie gesunden Menschenverstand walten lassen und sich einfach klar machen, dass die Gefahr die gleiche ist und dass man einfach nur mit einer größeren Menge an Daten zu tun hat. Mhm. Waren noch zwei? Ich würde eben auch zustimmen, Technik wird immer vom Menschen gemacht und deswegen ist Technik auch immer biased in dem Sinne. Also da ist immer eine Agenda dahinter oder Storytelling oder egal, wie man das jetzt nennt. Ich würde sozusagen versuchen, wegzugehen von dieser Unterscheidung zwischen Technik und Mensch. Mhm. Wer macht jetzt was? Sondern irgendwie zu gucken, für mich sind das kommunikative Netzwerke. Und wo sind die Kommunikationsbeziehungen? Wer tauscht sich wie kommunikativ aus? Und dann könnte ich eben vielleicht auch prüfen bei der NSA, wo kommen da irgendwelche Datenströme her? Aber ich denke auch, dass die Visibilität ist stark erhöht. Aber im Prinzip hat sich nicht so viel geändert in dieser... Wir hatten gerade noch. Ich hätte noch einen Beitrag zur Überprüfbarkeit der Nachrichtenlage. Ich glaube, dass wir da mit dem Internet deutlich mehr Transparenz im Sinne von deutlich mehr Quellen und unterschiedlichen Quellen bekommen haben. Wir haben letztes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit dem Informationsverhalten von Leuten im digitalen Zeitalter beschäftigt und haben eine kleine Draufsicht quer durch alle Medien gemacht, insbesondere im Vergleich Deutschland, UK. Und ein ganz interessantes Ergebnis in diesem Zusammenhang war, dass im Vergleich zum, sagen wir, vordigitalen Zeitalter, wo die Menschen in der Regel durchschnittlich eine Tageszeitung als Nachrichtenquelle, als Hauptnachrichtenquelle genutzt haben, der Durchschnitt bei etwa 8 Quellen und verschiedenen Quellen, nicht nur Tageszeitungen, sondern verschiedenen Mediengattungen liegt. Mit diesen Quellen werden dann Nachrichten verifiziert. Da gibt es ganz neue Nutzungskaskaden von Informationen zum ersten Nachrichtenfunken, vertiefendem Lesen, Kontrollquellen. Es werden tendenziell mehr kontrollierende Quellen letztlich zur Rate gezogen. Ich glaube, dass es eher über die Vielfalt zu einer größeren Kontrollierbarkeit von Wahrheitsgehalten in Nachrichten kommt. Und noch Thema Darstellung. Wollte da noch jemand was? Wenn es da nochmal kam. Ja. Also das würde mich schon mal interessieren, ob bei Google die Visualisierung der Daten, oder es wird bestimmt diskutiert, davon gehe ich mal aus, aber in welcher Art und Weise, wie die Suchmaschinen anders dargestellt werden können, die Resultate. Was ist da die interne Diskussion? Anders als von oben nach unten über Seiten.
Also es gab ja tatsächlich Suchfunktionen wie auf gut Glück, die haben nicht funktioniert, weil die Nutzer sie nicht nehmen wollten. Das gab es auch bei verschiedenen anderen Suchmaschinen bereits. Es gibt die Möglichkeit, noch Alternativen anzuzeigen. Die gibt es heute noch, dass man tatsächlich zeige mir alternative Suchergebnisse bemühen kann. Was eine weitere Möglichkeit ist, die ist technisch aber auch alles andere als einfach, dass man sozusagen Varianzen in den Algorithmus einbaut, dass man sagt, das passiert übrigens heute schon, dass man sagt, wir wollen nicht 3, 4 ähnliche Suchergebnisse untereinander haben, weil wir so nicht die ganze Breite der Vielfalt im Internet darstellen können. Das heißt, man versucht schon, diversifizierende Faktoren mit reinzubringen. Mehr übrigens beim Google News Algorithmus als beim allgemeinen Algorithmus, was bei Google News natürlich noch viel wichtiger ist, die Varianzen aufzuzeigen. Das sind die Möglichkeiten. Ich bin aber extrem interessiert, noch andere Möglichkeiten zu finden, weil wir gerade auch in der medienpolitischen oder sehr stark Rundfunk- oder kommt aus der Rundfunkecke, ist deshalb stark rundfunkzentriert in Instrumentaldenke, die Frage haben, können wir jetzt einfach die Instrumente der Vielfaltsicherung, die immer nur von oben nach unten gedacht wurden, elektronischer Programmführer, Kabelbelegung mit 34 Plätzen, einer ist 1, der andere ist 34, das funktioniert in der Suche nicht. Deshalb sind alternative Anzeigeangebote ein wahnsinnig interessantes Feld, wo, glaube ich, auch gar nicht wirklich angefangen wurde, bislang darüber nachzudenken. Denn es werden momentan Instrumentarien aus der alten linearen Welt versucht umzumünzen auf die digitale, die funktioniert aber, also im Falle eines Algorithmus, etwa 200-dimensional, und da muss man sich erstmal darauf einstellen. Hm. Ich hätte zum ein Beispiel, wo ich es persönlich ganz interessant finde, was wir gerade diskutieren, wenn wir jetzt bald digital, ich weiß nicht, ob wir, aber Skandinavien will bald digital wählen. Was machen wir dann eigentlich? Also ich könnte, dann ist der Aufschrei spätestens super groß, wer ganz oben steht und wer ganz unten steht. Mhm. Und deswegen finde ich es eigentlich total spannend, über Visualisierung nachzudenken. Also. Ja, dann danke erstmal hier nochmal an der Stelle. Weitere Fragen im Publikum im Moment. Ganz da hinten, ja? Wir haben bisher immer über Algorithmen gesprochen, die Nachrichten selektieren. Aber soviel ich weiß, ist Google die größte Datensammelmaschine von Bürgern. Es gibt niemand, der so viel weiß über die Menschen auf der Welt wie Google. Das führt dazu, also nicht nur so ein bisschen, dass man überall die gleiche Werbung eingeblendet bekommt und man immer sich verfolgt fühlt. Es führt auch dazu, dass die USA zum Beispiel Datensammlungen hat, die völlig verdachtsfrei Leute nicht mehr ins Flugzeug steigen lässt, weil sie es vielleicht irgendwann mal einen Touristen in der Nachbarschaft hatten. Das ist also keine Horrorvision, das passiert heute schon. Es gibt schon Szenarien, die sagen, irgendwelche Daten werden gesammelt, man kommt zu einem Amt und bekommt bestimmte Dienstleistungen nicht mehr, weil die Datenbank sagt, man ist nicht würdig, weil man das und das irgendwann in der Vergangenheit getan hat. Das heißt, es sind Algorithmen, die festlegen, ob ich ein netter Bürger oder ein potenzieller Terrorist bin. Niemand erklärt mir, warum ich Terrorist bin. Keiner sagt mir, dass ich als Terrorist eingestuft werde. Aber ich kann in dieser Welt nicht mehr zurechtkommen, weil der Algorithmus festgestellt hat, dass ich gefährlich sein könnte. Das ist die Verantwortung, die ich mal von Google erklärt bekommen möchte. Warum sammeln Sie Daten von Menschen auf der ganzen Welt? Es müsste nicht sein. Es gibt auch andere Technologien, die nur in dem Moment, wo ich versuche, wirklich feststellen, was ich möchte und nicht schon die nächsten 50 Jahre mich speichern und dann über mein ganzes Leben verfügen. Und vielleicht irgendwelche Geheimdienste darauf zugreifen können. Das ist jetzt schon ein kleiner Ausflug in das Nachmittagspanel, nämlich Sicherheit und Datenschutz in der vernetzten Welt und nicht unbedingt Journalismus. Dennoch wollten hier, glaube ich, gerade noch jemand was dazu sagen, und Sie hatten auch noch mal eine Wortmeldung. Ja, mein Eindruck ist, dass wir ein bisschen an der Oberfläche. Moment, bitte. Sagten Sie schon mal, ja? Ja, es geht aber keiner darauf ein. Frau Manke hat gerade auf die. Wir haben einen Livestream, ja. Okay. Frau Manke hat ja auf die Wahlen hingewiesen. Das ist ja die Wahlen sind ja keine heilige Kuh. Die Wahldaten werden manipuliert. Wir hatten vor Jahren bei einem der Bush-Vater oder Sohn das Problem, dass die Wahlcomputer manipuliert worden sind. Die Wahlergebnisse werden in Deutschland oder Skandinavien in Computern zusammengeführt und können manipuliert werden. Es ist nicht die NSA oder die Nachrichtendienste, die werden ja halbwegs noch demokratisch überwacht. Das ist die organisierte Kriminalität. Das ist der Kleinkriminelle in ihrem Vorort, der kandidiert hat und der im Computer die Wahlergebnisse manipuliert, an der Basis der Information. Und wenn das dann 5 Nachrichtendienste, also Zeitungen melden, dann glauben sie diesem Ergebnis?
Es ist nichts mehr glaubwürdig. Das wäre jetzt nochmal die Frage nach Ihrer Frage. Ja, und ich kriege keine Antwort. Danke. Also im Prinzip nochmal die gleiche von vorhin und Sie fühlen sie nicht beantwortet. Ne? Ja. Mhm. Auf beides vielleicht hier? Also es geht im Grunde darum, dass man auch versucht, auf technischer Ebene eine Lösung dafür zu finden und diese Manipulationen zu verhindern oder aufzudecken. Also in unserem Fall merken wir auch, dass natürlich irgendwie der Twitter-Kosmos auch nicht vor Manipulationen geschützt ist. Da gibt es sehr, sehr viele Bots, nennen die sich, also automatisierte Programme, die die Tweets absondern. Manche davon sind gewollt, manche davon sind allerdings manipulativ und kreieren dann auch ein manipulatives Volumen an Antworten, die natürlich schlecht sind. Und es geht darum, dass man dafür technisch eine Lösung findet, um das rauszufiltern. An sowas arbeiten wir und ich hoffe, dass das auch andere Plattformen wie Facebook und Google, ich denke, dass sie es genauso tun. Ich würde auch ganz kurz nochmal an unsere journalistisch Tätige hier nochmal mich wenden. Es kann ja natürlich auch sein, dass genau dieser Datenjournalismus, Roboterjournalismus darin unterstützt, eben auch Manipulationen vorzubeugen, dass man vielleicht mehr Zeit hat, Dinge zu tun, die der Algorithmus nicht tun kann und dass der Algorithmus genutzt werden kann, um Dinge zu tun in kurzer Zeit, für die man vorher 3 Tage gebraucht hat. Ich glaube einfach, hier wird einfach eine Frage vermischt. Also es ist im Prinzip, natürlich kann es sein, dass irgendein Kleinkrimineller irgendeinen Wahlcomputer manipuliert. Dann liegt es aber nicht an mir, dafür zu sorgen, dass er nicht den Wahlcomputer manipuliert, sondern dass ich sage, wo ich die Information her habe, dass dieser Mensch die Wahl gewonnen hat. Das ist doch nicht meine Aufgabe, sage ich mal, als Journalist, den Wahlcomputer sicher zu machen, wobei ich jetzt überhaupt nicht als Informatiker anfangen will, über Wahlcomputer zu reden. So, das ist überhaupt kein Thema, ja. Mhm. Aber darum geht es doch nicht. Es geht darum, dass ich irgendwie in der Pflicht bin zu sagen, wo kommt meine Quelle her? Und dann kann ich, soweit es mir möglich ist, überprüfen, wie glaubwürdig ich diese Quelle finde. Und andere können das tun. Und ich bin immer noch als Mensch in der Pflicht einzuschätzen, wie glaubwürdig die Quelle ist. Und natürlich muss alles dafür getan werden, dass die Quelle möglichst glaubwürdig ist. Aber ich kann das nicht garantieren. Das war nie so. Und das ist auch nicht so. Und das wird auch nicht anders werden. Mhm. Dankeschön. Ja. Ich würde gerne noch eine Replik zu Ihrer begründeten Sorge loswerden. Ich fange einfach mal bei dem an, worüber ich was sagen kann. Das ist nicht die NSA, auch wenn es Sie möglicherweise verwundert nach Ihrem Vortrag. Wir sind keine Datensammelmaschine. Wir brauchen auch nicht Ihre gesamten persönlichen Daten. Ich stelle Ihnen das mal in der Suche vor. Wenn wir eine gute Suche, ein gutes Suchergebnis haben wollen und wenn wir Missbrauch verhindern wollen, brauchen wir vor allen Dingen Logdaten von Ihnen und die sind erstens anonymisiert oder pseudonymisiert und zeigen uns in der Regel auch, welchen Browser benutzen Sie, wo loggen Sie sich ein, etc. Wir haben für die Werbung, wenn wir personalisieren wollen, 2 Möglichkeiten. Entweder können wir das kontextbasiert machen, dass Sie einen bestimmten Suchbegriff eingeben, der wird aber nicht zu Ihnen persönlich zurückgeführt, weil dort tatsächlich ein Cookie liegt und nicht Ihr Name. Und möglicherweise auch mehrere Nutzer ihren Computer nutzen. Und dann können wir darauf tatsächlich mit entsprechender Werbung reagieren. Und zweitens kann man versuchen, ihre Interessen letztlich zu nutzen und Werbung zuzuspielen. Diese Interessen können Sie allerdings erstmal anschauen, ob wir die richtigen ausgewählt haben. Die sind, ich will nicht sagen willkürlich, sondern man versucht schon, die richtigen zu treffen, aber sie sind auf jeden Fall editierbar und abstellbar. Das heißt, das sind Daten, die gar nicht zu Ihnen persönlich zurückführen und auch kein umfassendes Persönlichkeitsprofil herstellen, was wir übrigens nirgendwo machen. Wir verkaufen auch keine Daten, sondern unser Geschäftsmodell ist Werbung. Und das Geschäftsmodell der Werbung funktioniert deshalb so gut, weil wir die Kontexte herstellen können, anonymisiert die Kontexte herstellen können und dafür der Wert der Werbung für den Werbetreibenden viel, viel höher ist, weil in einem Suchumfeld für ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Themengebiet eine platzierte Werbung, die relevanter ist für den Nutzer, eben auch größere Chancen bietet, dass der Nutzer sich auf die Seite des Werbetreibenden durchklickt und möglicherweise was kauft. Die Werbung ist also wertvoller. Und damit verdienen wir so viel und so gut, dass wir überhaupt keine Personalisierung brauchen. Jetzt haben Sie eben Google gesagt und danach die ganze Zeit über die NSA und Verfolgungsbehörden gesprochen. Wir sind nicht identisch. Wir arbeiten nicht zusammen und werden nicht zusammenarbeiten. Und die Unterscheidung bitte ich sehr, sehr genau zu treffen. Die deutsche Debatte hat das komplett über einen Kamm geschert. Das war keine Diskussion zwischen Staaten untereinander, wo sich ausspioniert wurde, wie sie eigentlich hätte stärker stattfinden müssen, sondern es war eine Stellvertreterdebatte, wo man am Ende die bespitzelten Unternehmen zur Verantwortung gezogen hat für ein Verhalten der amerikanischen Behörden, das uns definitiv nicht zuzurechnen ist und auch absolut unangenehm ist. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich muss noch schnell was lösen.
Einen Satz dürfen Sie noch dazu sagen, ja? Ja, ein Satz auch zu der Manipulation. Ich denke mal, das kommt vielleicht dann alles zusammen. Meines Erachtens ist wirklich die Wortwahl, die wir wählen. Also wir befinden uns hier ganz stark in der Grauzone und natürlich gibt es bestimmte Sachen, die werden manipuliert und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Wir reden aber hier von Visualisierung, wir reden von Grauzonen, wir reden, wer hat wovon was, also wer kann was machen und wir reden sehr mystisch und da sehe ich auch den Journalisten in der Verantwortung, einfach mal ein bisschen konkreter Wörter zu benutzen, weil wir benutzen eben Wörter wie Manipulation, wo ich denke, die treffen einfach den Sachverhalt nicht. Und das ist genau, also ich habe das auch in der Debatte verfolgt mit Google, dass dann so heißt, die geben einfach alle Daten raus, da gibt es eine ganz konkrete rechtliche Grundlage und die sagen auch ganz klar, wer sozusagen durch die Hintertür reinkommt, ich habe mich gerade auch mit jemandem von Facebook unterhalten, da kämpfen wir zurück. Und ich sage mal, die Unternehmen lassen sich dann dem Prinzip auch nicht ausspielen lassen. Und warum sollten sie auch? Also warum sollten jetzt Unternehmen einfach irgendwelche Daten hergeben? Und das geht für mich sozusagen einher in diese ganze Big Data-Debatte. Wir können sozusagen sammeln Daten. Und das Problem ist, wer eigentlich interpretiert diese Daten? Und darum geht's doch. Wer interpretiert die Daten und wie werden sie interpretiert und wie werden die interpretierten Daten kommuniziert? Und das ist sozusagen meines Erachtens was, wo wir ganz am Anfang stehen. Genau, und ganz herzlichen Dank nochmal, ganz herzlichen Dank an Sie alle hier auf dem Podium. Ich sehe, dass unsere Keynote-Speakerin gekommen ist. Wir sind auch schon fast 10 Minuten über der Zeit. Sie sagten gerade konkrete Sprache, dann Sie haben es im Prinzip schon eingeleitet. Ein Schlusssatz von jedem von Ihnen bitte. Wo sehen Sie oder was denken Sie, in welche Richtung die Entwicklung in den nächsten Jahren gehen wird? Mit einem kurzen, konkreten, prägnanten, klaren Wort. Also ich weiß nicht, wo die Entwicklung hingehen wird, da ich ja gerade gesagt habe, die Zukunft ist ungewiss. Was ich mir wünsche, ist tatsächlich eine Debatte, die wesentlich konkreter und wesentlich analytischer geführt wird und nicht so stark Mythos und emotional und was passiert. Also das wünsche ich mir einfach. Danke, Frau Mahnke. Herr Müller. Ich glaube, dass die jetzige Situation, die wir haben, sich noch weiter und noch drastischer verändern wird mit neuen Plattformen, mit Mobil und anderen Möglichkeiten, Interaktionen mit Nutzern. Und deswegen ist so eine Voraussagung unglaublich schwer. Danke. Frau Biselli? Ich wünsche mir einfach, dass der Nutzer, das heißt der Rezipient, mehr Kontrolle zurückbekommt und sich die Kontrolle auch in einer gewissen Art und Weise zurückholt. Das heißt, dass er sich an die neuen technischen Möglichkeiten anpasst und dass sich auch angepasst wird im Sinne von Transparenz, Deklaration, Visualisierung, was wir schon gesagt haben. Mhm. Dankeschön. Und Herr Kottmann? Wie gesagt, 5 Jahre sind ein langer Zeitraum in der jetzigen Entwicklungsphase. Ich versuche mal vom anderen Angelpunkt drauf zu gehen. Ich glaube, dass sich im Bereich Suche und Informationszugang eine ganze Menge noch entwickeln wird. Wir sind in der gesamten Entwicklung erst gerade wirklich in den Kinderschuhen, ganz, ganz, ganz weit am Anfang. Und das wir sehen momentan, das ist alles noch sehr inkomplett. Viele der Fragen, die wir heute kritisch betrachten, werden sich möglicherweise lösen. Viele werden sich nicht lösen und neue Probleme aufwenden. Aber ich glaube, dass wir im Bereich direkter Beantwortung von Suchanfragen, also über diese 10 blauen Links, die wir bislang zum Beispiel kennen, noch eine ganze Menge tun wird im Bereich semantischer Suche und ähnlicher Fragen. Ich glaube, dass die Diskussion eher noch spannender wird als langweilig. Ja, ganz herzlichen Dank auch für dieses Abschlusswort, Herr Kottmann, Frau Biselli, Frau Mahnke, Herr Müller. Herzlichen Dank, dass Sie hier auf dem Podium die Fragen beantwortet haben und mitdiskutiert haben. Herzlichen Dank an Sie. Und damit kommen wir zum nächsten Teil. Also ich stehe mal auf, dann können Sie auch mit aufstehen und runtergehen.